Willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Der spielt hier schön mit seinem Dolch rum, aber wir müssen erstmal Kaslo finden. Der Gute wurde beim letzten Mal, als der erste Boss auftauchte, hier irgendwo dagegen gedonnert. Ich glaube, ist er das hier? Nee. Das ist er nicht. Müssen wahrscheinlich da durch. Aus der Tür sind wir beim letzten Mal gekommen. Genau. Das ist der Nordflügel. Gibt es denn eigentlich eine Karte? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht später erst. Schauen wir mal. Wir finden erstmal Kaslo. Das ist immer noch der Nordflügel. Geht schon weiter. Schleichen wir uns ran und dann machen wir einen kleinen Backstep zu Beginn. Ah, da dreht ihn sich rum und reißt den sein Innerstes nach außen. Ja, schöne Kombos mitnutzen. Das gibt dann auch mal ordentlich ein paar mehr Treffer. Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Oh. Oh. Und nur eine unirdische Kraft es herausreißen. Wollte ich mir noch in Ruhe den Text anhören. Und da kriegen wir erstmal direkt die Axt von dem ins Gesicht. Komm her, du. Oh, oh, du Schwein. Oha, der steckt ein bisschen mehr ein. Ist das hier eine der Statue, die links von uns steht, von der gerade gesprochen wurde? Ah ja, okay, jetzt macht er doch einen Wechsel. Das wollte ich gerade zur Kombo ansetzen. Yeah, reiß ihn alles raus. Mit jedem Sieg in Folge erhöht sich seine Chance auf bessere Beute sowie gewonnene Erfahrungsmenge. Okay. Hier noch weiter. Da geht's auch rein. Da geht's runter. Was genau waren die Herrscher? Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott Blind, der auch immer versuchte, mit ihnen zu handeln. Die Herrscher kamen nicht um. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. Ja, Nummer 2. Du folgst deinem Freund ins Jenseits. Was haben wir denn hier? Wieder eine Splitter, oder? Was war das? Ah ne, eine versiegelte Rune, klein. Okay, unbekannte Rune. Das heißt... Ah, hier ist auch was drin. Kleriker-Armrüstung. Beinrüstung, Helm und Brustpanzer. Aha. Verlassen. Was können wir denn hier verlassen? Wir gehen erstmal hoch in den in die anderen beiden Räume, die hier noch waren. Was haben wir denn da für eine nette Ausrüstung gefunden? Ist natürlich ein bisschen besser, allerdings auch schwerer. 5,8 von 20 haben wir Gewicht und der macht nur die langsame Rolle. Oder wird die allgemein noch erhöht, die Rolle durch Beweglichkeit bzw. Geschicklichkeit? Finden wir bestimmt noch raus.
Was haben wir denn noch hier? Haben wir noch eine andere Rüstung? Ja, das ist halt alles deutlich schwerer. Wir bleiben aber mal auf dem leichten Trip. Wir können ja mal... Ich wollte den anrennen und dann... Oh, so nicht, mein Freund. So nicht. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas. Wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Da haben wir gerade den Mönchstab gefunden. Den schauen wir uns auch direkt mal an, wenn der hier tot ist. Ja, und der ist auch tot. Mönchstab, Schaden 26, deutlich erhöht. Ah, der hat auch eine Geschicklichkeitsskalierung. Da guck mal an. Geschicklichkeitsanforderung 8. Ach, ich Vollidiot. Das ist doch der Stahldolch. Den wir angelegt haben. Das ist ein bisschen schade. Die kann ich nicht direkt miteinander vergleichen. Der ist ein bisschen schwerer. Der Mönchstab. Ach so, das verbraucht 100%, 110% Energie oder was? Wie war denn? Moment. Ach ja, auf Y Details umschalten. Der hat halt nur 100% kritische Schaden. Die beiden Dolche haben dafür 300. Egal, wir probieren den trotzdem mal aus. So, direkt die nächste Tür. Die führt uns allerdings nur einmal außen herum. Okay, dann gehen wir doch mal hier runter und verlassen diese. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. An der freien Luft sind wir. An der frischen Luft. Ah, da haben wir gleich jemanden, da können wir mal unseren Mönchstab testen. Oha. Also ich finde den gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Hat gerade ordentlich reingehauen. Oh, da links oben ist so ein Speicherkristall, sehe ich gerade. Frag mich, wo der Kastlo hin ist. Der kann doch eigentlich gar nicht so weit weg sein, oder? Oh, da ist so ein Dicker. Ihr könnt auch, wenn ihr eigentlich gerade schlagen wollt, den Schlag abbrechen. Oh, das sah aber auch sehr cool aus. Ihr könnt auch, wenn ihr gerade am Schlagen seid, einfach L1 und dann auch direkt zum Blocken übergehen. Da unterbricht er den Angriff. Wow. Das erste Mal, dass ich überhaupt in dem Spiel einen Kampfstab anhabe. Wir gehen erstmal hoch zu diesem Speicherkristall. Da verlieren wir zwar den Multiplikator. Aber ich würde... Probieren wir doch direkt mal die Tipps. Ah ja, da können wir einen weiten Sprung machen. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, das ist die allgemeine Übersicht für unseren Charakter. Harkin Level 12 sind wir. Nächstes Level 12. Sind wir nicht Level 12? Weiß nicht. Glaubensanforderung. Aha. Können wir denn da irgendwas... was ist denn Gebet? Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, erhöht die Energie...
Energieregeneration. Was haben wir denn hier? Gebet. Hä, da hatten wir nicht schon mal Attributpunkte vergeben? Doch, genau. Vitalität hatte ich ja von 8 auf 10 erhöht. Ach hier, das sind die anderen beiden Magieklassen, Trost und Prügel. Wir haben uns natürlich für die Täuschung entschieden. Bestrafung, das klingt alles so viel besser bei den anderen beiden Magieklassen. Eigentlich Gebet. Was ist denn das hier? Ein magisches Phasenwesen folgt dir. Wiederholt deine Handlung und verursacht den gleichen Schaden wie du. Ist auch nicht verkehrt. Was haben wir denn hier? Stich. Eine blutrünstige, übernatürliche Assassine sprintet zu ihrer Beute, um sie zu töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Was genau könnte ich denn mit den Zauberpunkten anfangen? Weiß das jemand? Ach, die sind wahrscheinlich für die Täuschung dann, ne? Ist okay. was haben wir denn hier? Geschicklichkeit. Energie plus 2. Ausdauer. Plus 7 Energie. Maximales Ausrüstungsgewicht plus 2. Glück. Was ist denn Glück? Du brauchst mehr Glück, um von getöteten Gegnern bessere Belohnung zu erhalten. Glück hilft dir auch, besseres Herstellungsmaterial zu finden. Aha. Glaube, Magie, Vitalität. Ach, wir nehmen mal Geschicklichkeit. Da wollte ich mir doch noch was... Halt. Ich dachte, hier steht vielleicht was zum Ausrüstungsgewicht. Wann war da vielleicht, wie schnell unterwegs sind, mit welchen... mit welchen Prozentzahlen, also sprich 25, 50 oder 75% oder so vom maximalen Ausrüstungsgewicht. Ob sich das auf die Rolle äußert. Ich finde, die könnte noch ein bisschen schneller sein. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Oh, da ist noch so ein großer. Hau ich dir auch ein paar rein mit einem schweren Schlag. Mist, aber... Oh, da wollte ich ihn anspringen. Ja, du oder ich. Da hat er uns ja mal direkt ein paar von Latz gegeben. Was ist denn das hier? Ein Schalter? Ein Hebel benutzen wir. Ist bestimmt auf der anderen Seite noch einer. Ich denke mal, da oben steht hier mal, das ist einfach bloß der Speicherkristall. Huch! Ah gut, der war gerade mindestens genauso blind wie ich. Was ist das denn für einer? Oh, da hat es gerade ganz schön geruckelt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eigentlich läuft das Spiel flüssig ohne Ende. So, mach dich vom Acker. Okay, Hebel Nummer 2 benutzen. Und das Gift raushauen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet! Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst.
Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüßt die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Boah. Was machen wir? Eigentlich wollen wir ihr helfen. Von meiner Intention heraus. Und das geht leider nur, wenn wir die Ausbreitung vom Gift stoppen. Wir machen das einfach mal. Na gut. Auf deine Verantwortung. Oh Gott, ist das übel. Alter, fuck. Scheiße. Danke euch. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Aber ihr gehört nicht zum Orden. Wer seid ihr? Gezeichneter? Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sünden. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Such dir einen Heiler. Du brauchst jemanden, der dich zusammenpflegt. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Hast du auch Heilmittel? Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Ja, nimm das. Da haben wir doch ihm direkt mal einen Trank gegeben. Hier haben wir wieder zwei Türen. Ja, da gehen wir direkt mal rein. Sind das diese Spinnen? Oder was soll das denn sein? Sieht zumindest so ähnlich aus wie eine Spinne. Ah, okay. One-Hit-Wonder. Ich denke mal, oh, das ist ja eine schöne Kiste, guckt euch die mal an, schön verziert. Was haben wir denn da? Heißes Blut, Helm, leicht, Brustpanzer, leicht, wow. Ist ein bisschen schwerer. Dafür eine Rüstung mehr, okay, legen wir die einfach mal an. Damit wir auch mal was Neues tragen. Was haben wir denn hier noch? Ja. Nehmen wir auch nochmal heißes Blut als Rüstung mit. Bin echt beeindruckt von dem Stab. Na komm, nimm es mal mit. Versiegelte Rune, kleine magische Runen sind äußerst geheimnisvoll. Bevor du sie bei der Herstellung oder Modifikation von Gegenständen verwenden kannst, brauchst du Hilfe, um ein Schutzsiegel zu brechen. Doch auch versiegelte Runen können nützlich sein. Tipp, du kannst Waffenschilde und Rüstung modifizieren. Spezielle Runenplätze aufweisen. Nordmauer, Moment, wir gehen erstmal zurück. Sehen uns den anderen Gang noch an. Führt wahrscheinlich auf die andere Seite, zu der zweiten Tür. Zwei starke Schläge und der Typ ist Geschichte. Ja, genau, da sind wir auf der anderen Seite. Hier geht's halt auch lang. Oh, 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 drei Leute. Scheiße. Fuck. Da nehme ich doch erstmal einen Heiltrank. Das ist ja nett. Da haben wir direkt zwei kalt gemacht. Und den dritten nochmal durch den Backstep. Ja. Ja.
sehr schicke Animation. Gefällt mir außerordentlich gut. Aha. Ist also doch immer mal was drin. In den Kisten. Ja, nicht in die Kisten, in den Fässern meinte ich. Symmetrie, Beinrüstung, Armrüstung, Schwert. Das wäre doch was für den Krieger. Komm her. Scheiße. Oh oh. Ah, ich bin nicht gerade vorsichtig heute. Ah, fuck. Aber wieder so einer. Schön, wie er die Axt noch hochhält. Immer schön die Axt hochhalten. Gibt ja doch viel, wo wir jetzt hier langlaufen können. Gehen wir mal hier runter. Wir haben nur noch zwei Heiltränke. Oh, oh, oh. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Was ist denn mit dem los? Habt ihr das eben gesehen? So, dafür steht kein Spaß. Oh. Ist das versiegelt? Öffne die Truhe, indem du eine Rune platzierst. Ja, von mir aus. Mach halt mal. Splitter und noch mittlere Rüstung gefunden. Oh. Das Gute ist, die Gegner kann man auch wunderbar schlagen, sobald die oder wenn die mal am Boden liegen. Aha. Hier lag direkt auch noch ein Gegner. Aber das sind andere. Also egal. Oh, 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 oh. Ist hier jemand? Ja. Wie du siehst. Oh. Das klappt doch schon ganz gut.